Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind heute hier auf der EICMA in Italien und ja, ich will euch heute einfach noch ein paar Eindrücke von den Dingen, die ich so entdeckt habe, zeigen. Wir fangen hier am Stand von KKE an. Die haben eine sehr interessante Gabel vorgestellt, Federgabel. Die sieht jetzt von außen aus wie die originale Federgabel. Das Besondere ist aber, wenn man von oben drauf guckt, sieht man, dass es ganz anders aussieht. Und das ist sozusagen auf der Innenseite auch ganz anders, die Gabel. Die originale Gabel ist ja eine Open Cartridge Gabel. Dafür gab es bis jetzt gab es eine leicht modifizierte Upgrade Gabel zu kaufen. Das war einfach nur eine originale Gabel. Die hatte innen drin eine einteilige Feder, die es ja auch im Aftermarket zu kaufen gibt. Und eine etwas straffere abgestimmte Setting. Das hier ist eine komplett neue Gabel innen drin. Das ist ein Closed Cartridge System. Sprich, ihr habt in der Gabel ein geschlossenes System mit einem Kolben und oben einer Druckstufeneinheit, also sozusagen wie zum Beispiel in einer 48er mm Kayaba-Gabel. Ja, das ist sozusagen ähnlich aufgebaut. Genau. Ja, die Vorteile sind halt, dass die Gabel deutlich straffer abstimmbar ist. Es wird verschiedene Gabelfedern dafür geben und halt durch das Closed Cartridge System ist halt auch das Fahrwerk anfühlt, von der Straffheit. Das Originale, die Open Cartridge, die sackt sozusagen weg und da merkt ihr richtig, dass was gegenhält. Und ich durfte die Gabel jetzt schon ich habe zwei Prototypen bekommen. Der erste Prototyp, da hatten die noch einen kleinen Fehler gemacht. Beim zweiten Prototyp, da ging die dann richtig gut. Also es ist ein gegen die Open Cartridge Gabel, die ihr bis jetzt kaufen konntet, die Tuning Gabel, ist das nochmal ein Riesenstep höher. Ja. Ich weiß noch nicht genau, was die Gabel kosten wird final. Ja, das ist auch noch sozusagen noch nicht die finale Version, weil die sieht ja außen noch optisch aus wie die Originale, aber ich habe mit den KKE-Leuten schon gesprochen. Es soll eventuell werden die Rohre unten schwarz, das ist leider noch ziemlich teuer herzustellen, haben die mir gesagt. Also es sieht dann so ähnlich aus wie hier bei der. Und die Oberrohre dann entweder in schwarz oder auch in gold. Aber das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Mir hat die Kombination sozusagen mit dem Schwarz und dem Gold jetzt nicht so gut gefallen. Ich fände es viel schöner, wenn die Gabel komplett schwarz wäre. Ja. Also woran erkennt ihr die Gabel? Ist einmal hier oben an der roten Abdeckung. Und die Gabelfüße sind auch leicht anders gearbeitet hier unten. Denn die Gabel hat oben sozusagen die Druckstufe, also die Kompression, also die Druckstufe. Und hat unten sozusagen, wie wirklich eine Kayaba Closed Cartridge Gabel, unten die Zugstufe. Die stellt ihr auf beiden Seiten ein. Also ihr habt in jedem Holm sozusagen eine Feder und eine Druckstufeneinheit. Und das könnt ihr dann sozusagen einstellen über die Clickers. Dann habt ihr oben noch hier die Entlüftungsschraube. Ja. Und dazu bieten die dann auch demnächst an eine gefräste Gabelbrücke, wie ihr hier schon seht. Das ist noch nicht die finale Version, also da wird noch ein bisschen was verändert. Ich finde, die sieht ganz schick aus, was sie da gemacht haben. Ist halt die Frage, wo das preislich landet dann. Ja. Was man hier mal noch zeigen kann, das ist ein Prototyp. Das ist die hier ist Originaldurchmesser. Ich glaube 37 mm sind das. Ja. Also die Gabel bin ich jetzt sozusagen zwei Monate gefahren, die funktioniert wirklich absolut mega. Ja. Ich bin die Siris-Gabel ja auch gefahren, aber ich denke mal, hier gibt es leider noch keinen finalen Preis wegen dem Problem mit den unteren Holmen und den Farben. Wissen die Juristen jetzt noch nicht genau, wo das Preis landet. Das wird sich dann zum Jahreswechsel wird sich das entscheiden und dann wird sich die dann auch, denke ich, Anfang des Jahres geben, die Gabel. Also ich vermute mal, dass man da irgendwo bei einem Verkaufspreis von ca. 1200 bis 1300 Euro landet. Genau, jetzt zu der Gabel hier, das ist ein Prototyp. Der hat einen Durchmesser von 43 mm. Das ist auch ein Closed Cartridge System. Ja, das wurde wohl von EBMX und verschiedenen anderen getestet und das soll dann irgendwann in irgendein Serienbike kommen. Ja. Erstmal bringen die Gabel dann auf den Markt und wenn sich die gut verkauft, dann wollen sie eventuell auch die 43er als Kit für eine Ultra-B anbieten. Ja. Wird dann aber, denke ich, preislich wieder eine ganz andere Geschichte sein als die hier. Und ich sag mal, die passt ja Plug and Play. Ihr braucht keine extra Gabelbrücken, ihr könnt die originalen Gabelbrücken verwenden. Steckt die Gabel rein und habt eine Gabel, die einfach mega funktioniert für einen, sag ich mal, einen erschwinglichen Preis. Ja. Hier kann man auch noch zeigen, die 43 mm Gabel hat hier außen noch einen Federvorspannring. Sagen, dass man die Federvorspannung noch einstellen kann extra, was jetzt bei der nicht möglich ist. Was ja aber auch nicht schlimm ist. Also sagen, wenn die dann irgendwann verfügbar ist, wird die ja deutlich teurer werden als die andere. Ja, genau. KKE arbeitet auch noch an einem Tuning-Stoßdämpfer für die Ultra B, aber das wird noch eine Weile dauern. Ja. Erstmal wird dann die Gabel kommen. Genau. Ja. Das war es erstmal vom Stand von KKE.
Wir sind hier am Stand von Suron und können einen ersten Blick auf die neue Hyperbee werfen. Ich finde es ein ziemlich interessantes Fahrzeug. Viele sagen, es wäre ein Kindermotorrad, aber das ist meiner Meinung nach nicht so. Es ist eher so in Richtung Pitbike, also sprich wie eine CRF 110 Pitbike oder Yamaha oder Kawasaki. Und ich denke, da an das ist das sozusagen gedacht. Also sprich, es können Kinder damit fahren, es können aber auch Erwachsene fahren. Wäre das ein Kindermotorrad, hättet ihr nicht so einen hohen Längere drauf. Und dann hättet ihr wahrscheinlich auch nicht eine Doppelgabelbrücke an der Hyperbee. Ja. Wenn man auf die Reifengröße schaut, das ist 14 Zoll vorne und 12 Zoll hinten. Also es ist jetzt nicht ganz klein, es ist aber auch, also ich denke, es ist so wie die CRF 110. Das hier ist auch wirklich ein reiner Prototyp. Aber man sieht schon einige coole Sachen. Suron hat da einige Patente, zum Beispiel hier auf den komplett neuen Motor. Ihr seht, der Motor ist gedreht. Und dann habt ihr hier hinten eine 90-Grad-Verzahnung, die das auf die Ausgangswelle ans Hinterrad überträgt. Das ist wirklich ziemlich cool. Dann habt ihr ein Akku-Schnellwechselsystem hier oben. Ihr könnt sagen, einfach hier das aufdrehen. Dann geht der Nüppel hier rüber und dann könnt ihr den Akku nach oben rausnehmen. Also sagen, der hat hier unten sozusagen eine Verbindung, wo das sich dann der Stecker sozusagen, wie sagt man, sozusagen reinstellt. Sprich, ihr müsst keine Stecker mehr verbinden oder sonstiges. Einfach durch das Reinstellen wird der Akku verbunden. Ja. Das hier ist wirklich noch ein reiner Prototyp. Mir wurde auch gesagt, jetzt kommt gerade jemand mit dem Kabel. Da kommt hier oben drauf. Jetzt gerade von Suron noch einiges erklärt. Wo fangen wir an? Also das Fahrzeug hat wohl auch eine Remote-Funktion, um sozusagen, ihr könnt da während der, sozusagen ein Kind damit fährt zum Beispiel, einstellen, wie viel Leistung das haben soll. Also sozusagen, wie viel zur Verfügung steht an Leistung. Und er hat mir gerade erklärt, ihr habt hier oben ein Magnet drauf, das war auch bei Sturz, also wie ähnlich wie bei einem Trail-Motorrad, dass wenn dann das Kind stürzt, dass sozusagen die Leistung abgestellt wird, sozusagen, sobald der Magnet runter ist. Ja, ihr habt wohl super flexibles Plastik und Klapphebel, sozusagen, damit die nicht gleich abbrechen. Ein super kleines Display hier oben. Ja. Und er hat auch gesagt, es ist definitiv ein Pitbike, womit auch Erwachsene gut fahren können. So ist es gedacht. Also sagen, es können Kinder damit gut fahren und es können aber auch Erwachsene als Spaßfahrzeug nehmen. Ja. Er sagt, es würde wohl sehr, sehr powerful sein, also sehr kraftvoll, die finale Version. Das ist wirklich ein reiner Prototyp, der hier steht. Na. Genau, was gibt es noch zu sagen? Ja, hat mir sehr viel erklärt. Wahrscheinlich soll das Fahrzeug auch eine Art Lautsprecher haben, dass man sozusagen über die Fernbedienung sich unterhalten kann mit demjenigen, der auf dem Fahrzeug sitzt. Und dann sagen, ja, bieg rechts ab, bieg links ab, so die Art. Ja. Genau. Ja, das war es erstmal bei der Hyperbee. Dann schauen wir uns mal die neue, ich denke, das ist für nächstes Jahr, die Lightbee an. Ihr seht, es kommt eine neue Farbe. Was sieht man sonst noch so? Das Fahrwerk ist überarbeitet. Ich weiß nicht genau, ob das nur die Farbe ist von dem Gabelholm oder ob da auch innen drin etwas verändert wurde. Wir haben ein neues Hinterrad. Das ist ein 18 Zoll Hinterrad mit einem 3.0er Reifen. Also was das jetzt genau in der anderen Währung ist, also in der anderen Rechnung, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls die 18er Felge mit 1,6er Breite. Ja, könnte ein bisschen breiter sein, aber ist definitiv besser als vorher. Ihr seht jetzt, dass der Vorderradreifen breiter ist, schmaler ist als der Hinterradreifen. Das ist natürlich super. Ja. Des Weiteren wurde mir gesagt, der Motor hat wohl 2 kW mehr Leistung. Also sprich, ihr habt jetzt statt den 6 kW 8 kW an Leistung. Der Akku wird wohl gleich bleiben, wurde mir gesagt. Also sprich die 60 Volt und die 40 Ampere. Ja. Genau. Ansonsten kann ich jetzt bei der Lightbee keinen wirklichen Unterlag. Gut, doch, es gibt einen neuen Sitzbezug hier oben. Das sieht man noch. Ja. Und ich weiß nicht, ob der Rahmen hier verbessert wurde, weil die Klemmstelle jetzt war ja bei den aktuellen ist die ja verbaut, bei denen jetzt ist sie nicht mehr verbaut. Ja. Gut, kann auch sein, weil es noch ein Prototyp ist hier. Das Lenkradschloss fehlt ja auch noch. Genau. Gut, dann schauen wir mal rüber an die Ultrabee. Da gibt es auch ein paar Neuerungen. Ihr seht schon, die Ultrabee hat ein neues Gewand bekommen sozusagen. Ihr habt ein paar neue Aufkleber. Mir wurde gesagt, dass das Fahrzeug gibt es dann erst irgendwann Mitte nächsten Jahres zu kaufen. Das wird dann wieder den alten Preis. Aktuell bekommt ihr die Ultrabee für 6.690 und die wird dann wieder bei 7.190 landen. Ja, also wie gesagt, ihr habt jetzt so eine neue Grafik dabei. Es soll wohl dann auch in der finalen Version verschiedene Grafikkits dabei sein, dass man sich das individualisieren kann, wurde mir gesagt. Was dann da wirklich final kommt, das weiß ich nicht. Ja. Hier interessant noch die Rahmennummer, ist die 15.174, mal so als Referenz. Die letzten, die wir hatten, waren mit 14.000. Ja.
So, was ist sonst noch neu? Ihr seht, wir haben einen neuen, ich denke mal, griffigeren Sitzbezug, das ist ganz cool. Wir haben die neue Fahrwerksfarbe hier an den Federelement, also an der Gabel. Stoßdämpfer sieht ziemlich gleich aus. Ihr habt auch immer noch die 450er Feder, die eigentlich für ja, die meisten viel zu weich ist. Ja. Mir wurde auch gesagt, in der Gabel wäre wohl was neu. Ich kann ja jetzt von außen natürlich nicht beurteilen, aber ich sag mal, dieses bronzefarbene sieht schon echt cool aus. Ja. Mir wurde auch gesagt, dass wohl der Akku dann minimal größer wird. Also ja, ich kann mich über den aktuellen Akku mit 4 Kilowatt jetzt nicht wirklich beschweren, der ist super. Ja. Und dann habe ich noch was entdeckt. Das hier ist neu. Ihr seht, hier sind zwei neue Aufnahmen am Rahmen, wo man dann eine optionale Fußbremse von Suron direkt montieren kann, wenn man das möchte. Da wird es dann wohl ein Kit geben, damit man das dann montieren kann. Das finde ich echt cool, ja. Was natürlich, was ich schade finde, ist, dass keine Verbesserungen an dem Jackshaft oder an den anderen Antriebskomponenten vorgenommen wurde. Sagen, das war für mich immer so ein kleines Manko, dass es jetzt nicht so optimal ja, stabil ist. Ja, genau. Und das war es, denke ich, erstmal von der Ultrabi. Wir gucken noch mal rundherum hier. Wir noch was entdecken, aber ja, das sieht alles sehr bekannt aus, sage ich mal. Ja. Ja, dann können wir hier noch auf einen Blick auf die Stormbi werfen. Davon habe ich jetzt nicht so viel Ahnung. Ja. Ja, sieht, ja, wie gesagt, da kann ich nicht viel zu sagen. Da kenne ich mich nicht so aus. Ja. Okay. Ja, wir schauen mal weiter, was wir noch so entdecken können. So, wir sind jetzt hier auf dem Stand von Husqvarna und schauen uns die Husqvarna Pioneer, denke ich, wird die ausgesprochen an. Das ist ja an sich das gleiche Modell wie die KTM Freeride. Ich hatte sozusagen die Announcement von der Freeride gesehen, dass KTM die neu auflegt und war dann ziemlich überrascht, nachdem die das präsentiert hatten, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass sie sozusagen so viel an dem Fahrzeug machen. Ja, die Husqvarna sieht natürlich, würde ich jetzt sagen, sehr speziell aus. Ja, ich finde den Motor, wie sie es gebaut haben, relativ gut, dass sozusagen das Getriebe auf der rechten Seite ist und dann die Ausgangswelle trotzdem wieder auf der anderen Seite, auf der anderen Seite drüben. Der Akku hat 5,5 kW, das ist schon, denke ich, für die Größe von Fahrzeug ziemlich beachtlich. Ja, es wird, Fahrzeug hat wohl ein Gewicht von unter 110 Kilo, also 109. Bei der Husqvarna kann man auch das Ladegerät unter die Sitzbank tun. Ja. Und eine Besonderheit bei dem Fahrzeug ist, es ist kein Hochvoltfahrzeug, sprich es hat eine Nominalvolt von, glaube 50 Volt sind das. Und dadurch kann er an dem Fahrzeug sozusagen jeder arbeiten, ohne dass es irgendwie gefährlich ist. Und auch für die Händler ist es deutlich einfacher. Ja, also ich finde, es ist ein ziemlich schickes Fahrzeug. Was besser ist, als an der KTM, ihr seht, die Kühler sind natürlich gut verkleidet. Und dann seht ihr unten an den Kühlern die Kühlerschläuche, die rauskommen. Die sind bei der KTM komplett freiliegend. Und gerade wenn ihr seht, sozusagen vom Vorderrad spitze Steine an den Kühlerschlauch kommen, dann könnte es natürlich passieren, dass das schnell kaputt geht. Bei der Husqvarna seht ihr, der Motorschutz ist komplett rumgezogen und das sieht natürlich deutlich besser aus und ist natürlich auch besser geschützt. Ja. Ihr habt eine 43er Luftkabel drin und einen, glaube ich, 240 mm Stoßdämpfer hinten, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ja. Die Frage ist halt, bis jetzt wurden keine Preise veröffentlicht von dem Fahrzeug, leider. Ja, was das kosten wird. Ja, wenn das natürlich ähnlich ist wie das alte, wie die KTM Freeride, zwischen 12.000 und 13.000 Euro, dann ist das schon sehr viel Geld und ich weiß nicht, ob das dann wirklich noch interessant ist. Ich würde es gerne mal Probe fahren. Ja. Okay.